Ich habe eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung gemacht. Da sind die Pferde weg. Das habe ich extra nicht hingestellt, da sind die Pferde einfach weg. Hier bitte aktuelle Tätigkeit eintragen. Wir beschäftigen uns jetzt näher mit den sogenannten Angestellten, Beamten und noch ein bisschen mit den Selbstständigen, den Obdachlosen und den Minijobbern. Wie das bei denen funktioniert so mit der Rente. Total unspannendes Thema, wie ich versucht habe, meine Rentenlücke rauszufinden. Wobei Rentenlücke schon das falsche Wort ist. Meine Rentenlücke kann es ja nur geben, wenn es einen Maximalwert und einen tatsächlichen Wert gibt. Ist der Maximalwert jetzt genauso viel, wie man braucht, wie man so gerade braucht, wie man gerne haben möchte oder gegen unendlich? Nee, also die Rentenlücke ist das Geld, was euch fehlt, Stand jetzt im Alter. Woher will ich jetzt wissen, was ich brauche? Ich glaube, ich brauche immer mehr, als ich mir vornehme. Hier eine Beispielbezüge-Mitteilung vom April 2013, eine sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Hier wird vom sogenannten SV-Brutto etwa 9,45% Arbeitnehmeranteil an die Rentenversicherung überwiesen. Das sind hier in diesem Fall etwa 300 Euro im Monat. Es gibt auch noch einen Arbeitgeberanteil, der auch nochmal 9,45% groß ist, sodass es insgesamt 18,9% sind. Seit 2018 ist dieser Beitragssatz insgesamt bei etwa 18,6%. Also ein klein wenig kleiner geworden im Gegensatz zu 2013. Es ist schon wieder Frühling, es blüht der Enzian. Bald kriege ich die Renteninformation. Diese Beiträge sind die größte Einnahmequelle der deutschen Rentenversicherung. Aber weil das nicht reicht, gibt es schon seit 1960 einen sogenannten Bundeszuschuss aus Steuergeldern. Die Angaben hier sind in Millionen Euro. Die ganze Aktion zieht sich jetzt schon ziemlich lange hin. Ich habe schon im Herbst und im Winter eine Moderation aufgenommen, weil ich gedacht habe, die Ergebnisse habe ich jetzt bald, aber jetzt habe ich sie endlich. Hier, meine Renteninformation vom 8.5.2021. Für alle Dattler gebe ich natürlich eine kleine Zusammenfassung. Meine bisher erreichte Rentenanwartschaft beträgt 284,41 € monatlich. Und meine bisher erreichten Entgeltpunkte 8,5590. Ein Rentenpunkt bekommt, wer in einem bestimmten Jahr den durchschnittlichen Verdienst hatte und entsprechend in die Rentenkasse eingezahlt hat. Dieses Durchschnittsentgelt, die rechnerische Größe, wird jedes Jahr aufs Neue von der Bundesregierung festgelegt, basierend auf den Daten vom Statistischen Bundesamt. Im Jahr 2020 hat es zum Beispiel 40.551 € brutto betragen. Auf all das Gehalt, was über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, zahlt man keine Rentenversicherungsbeiträge. Dementsprechend lassen sich maximal 2,1 Rentenpunkte in einem Jahr ansammeln. Eine weitere Einnahmequelle sind Vermögenserträge. Zu den Vermögenserträgen gehören die Zinsen aus Geldanlagen. Ohne Zins bleibt fürs Alter kaum was. Und das blüht allen, die heute versuchen, Geld zurückzulegen. Wirtschaftsforscher glauben, dass die EZB auch in Zukunft die Zinsen nicht ernsthaft erhöhen kann. Auch weil immer mehr Menschen für ihr Alter vorsorgen wollen. Die Versicherungsunternehmen sind hergegangen und haben in den 80er, 90er Jahren gesagt, wir kalkulieren mal mit einem besonders hohen Garantiezins. Den erwirtschaften sie jetzt nicht mehr. Das heißt, sie haben sich verkalkuliert, sodass wir jetzt im Moment in einer Situation sind, wo alleine an nicht ausgezahlten Überschüssen 100 Milliarden in den Reserven der Versicherungsunternehmen liegen. Mit der Begründung, die Versicherungsunternehmen brauchen dieses Geld wegen der niedrigen Zinsen. Und das heißt eigentlich, die Unternehmen haben sich verkalkuliert und nehmen deswegen den Kunden jetzt die Kohle weg. Der garantierte Zins wurde schon auf höchstens 0,9% gesenkt. Und für Gewinnbeteiligung müssten Versicherungsunternehmen ja wirklich Gewinne machen. Da sehen Verbraucherschützer schwarz. Wie im Vorjahr bewegt sich der Zinsertrag aufgrund der niedrigeren Zinssätze am Geldmarkt im negativen Bereich. Hier steht es besonders, die Bankeinlagen waren negativ lukrativ, weswegen diese Vermögenserträge hier ab dem Jahr 2017 negativ werden. Was ich zum Beispiel jetzt nicht gewusst hätte. Denn im Normalfall ist es so, dass die Beitragszahler nicht für ihre eigene Rente ansparen, sondern alle Einnahmen direkt wieder für die aktuellen Renten ausgegeben werden. Das bedeutet, unser aktuelles Rentensystem ist nicht ganz nachhaltig. Künftig stehen immer mehr Rentenbezieher, immer weniger Beitragszahler gegenüber. Für sie darf der Beitragssatz nicht zu stark steigen. Deswegen wird die gesetzliche Rentenversicherung in den kommenden Jahrzehnten langsamer wachsen als die Löhne. Außerdem wird der steuerpflichtige Teil der Rente schrittweise bis 2040 steigen. Das ist eine Frage von Generationengerechtigkeit und Generationensolidarität. Wir als Gesellschaft leben im Prinzip also von der Hand in den Mund. Das sogenannte Rentenniveau ist eine Kennzahl, die aussagt, wie das Verhältnis ist von einer Rente nach 45 Jahren durchschnittlicher Beitragszahlung, also mit 45 Rentenpunkten, und einem durchschnittlichen Einkommen. Und dieses Niveau liegt aktuell bei 47,5%. Das heißt also, auf gut Deutsch, dass wenn man in Rente geht,
man davon ausgehen kann, nicht mal mehr die Hälfte von dem zu bekommen, was man vorher verdient hat. So ist zum Beispiel die gesetzliche Rente in Deutschland deutlich niedriger als in einigen anderen europäischen Ländern. Während das Rentenniveau in Frankreich bei 73,6% liegt, in Italien gar bei 91,8%, beziehen Rentnerinnen und Rentner hierzulande nur 51,9%. Und es ist aktuell schon fest geplant, dass das Rentenniveau in Zukunft noch weiter absinken wird. Nur hat die Politik bisher vor allem drei Stellschrauben gesehen, um dem Ganzen zu begegnen. Das sind die Höhe der Rente, die Höhe der Beiträge und wie lange für diese Rente eingezahlt werden muss vorher. Das Problem liegt da, dass die Beiträge ständig steigen, das Rentenniveau sinkt. Und das bedeutet, dass an irgendeinem Punkt das Beitragsleistungsverhältnis so uninteressant wird, dass jeder, der über einen Taschenrechner verfügt, sich ausrechnet, dass er, wenn er das Geld unter einem Kopfkissen aufbewahren würde oder aber zur Sparkasse gehen würde und es dort verzinst bekäme, besser fährt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich 32 Jahre. Heute ist mein 33. Geburtstag. Keine Ahnung, wann zuletzt an meinem Geburtstag Schnee lag. Und die Zeit von 30 bis 60 ist ja genauso lang wie die Zeit von 60 bis 90. Also wenn ich jetzt für die nächsten 30 Jahre jeden Monat 50 Euro für meine Rente zurücklegen würde und wenn ich dann die darauffolgenden 30 Jahre jeden Monat davon leben sollte, das geht ja gar nicht auf. Ich habe meine Rentenlücke ausgerechnet, soll ich diese Summe nun monatlich investieren? Nee, das wäre, glaube ich, also ich meine, manche haben eine Rentenlücke von 3000 Euro, ja, die monatlich investieren kannst, okay. Ja, vielleicht befasse ich mich jetzt ein bisschen spät damit, aber besser spät als gar nicht. Oder nie. Weil ich kann jetzt nicht nur alles darauf setzen, dass das System eh wieder total anders sein wird, wenn ich mal so weit dran bin. Ich hoffe es. Also ich gehe davon aus, dass es anders sein wird. Vielleicht sogar so, dass man die Gesellschaft daran ablesen kann, wie sie mit ihren Kindern, Gefangenen und Alten umgeht. Gibt es denn jemanden, der sich um mich kümmert? Oder irgendein Roboter? Man kann ja ein bisschen was Besseres aus sich machen. Und das ist immer mein Prinzip gewesen. Beamte sind sogenannte Staatsdiener und haben eine Altersvorsorge ohne eigene Beiträge. Sie bekommen eine sogenannte Pension bezahlt vom Steuerzahler. Beide Systeme für die Angestellten und die Beamten sind also maßgeblich von der Wirtschaftsleistung des eigenen Landes abhängig. Genauso wie eine sogenannte Aktienrente nach dem schwedischen Modell. Schweden. Inbegriff des Sozialstaates. Er muss, wie jeder Schwede, 2,5% seines Lohnes in einen Aktienfonds zahlen, zusätzlich zu den herkömmlichen Rentenbeiträgen. Wie die meisten Schweden hat Jan Backman sich für einen staatlich gemanagten Fonds entschieden. Die staatliche Behörde AP7, 58 Milliarden Euro, verwaltet von 36 Menschen. Das ergibt minimale Verwaltungskosten. Die Rentenversicherung braucht für die Verwaltungskosten nur 1,5% ihrer Einnahmen. Die Privatversicherung, 20% und noch mehr. Pfui! Ihr müsst doch die ganzen Triggerkolonnen, die Werbung und die Aktionäre mitbezahlen. Pfui! Wir bei AP7 haben ein Produkt entwickelt, das berücksichtigt, wie alt der Versicherte ist. Wenn man sich dem Ruhestand nähert oder auch im Ruhestand selbst, setzen wir auf Zinsen aus klassischen Sparprodukten. Das ist sehr wichtig bei der Gestaltung des Produkts. In jungen Jahren Risiko in Kauf nehmen und Gewinne einfahren, wenn die Rente näher rückt, auf Sicherheit setzen. Falls doch eine Krise die Weltwirtschaft ruiniert, wären ohnehin auch Garantien von Staat und Versicherungsunternehmen im Eimer. Deutsche Sparer mit ihren staatlichen Zulagen und Garantien dürfen dagegen froh sein, wenn sie nur das Eingezahlte rausbekommen. Es gibt erfolgreiche Alternativen, relativ simpel. Wir schauen mal nach Schweden. Dort baut sich die Rente so auf. Die Betriebsrente wird vom Arbeitgeber geleistet, dann kommt die Einkommensrente und eine Prämienrente obendrauf. Und die hat eine Entwicklung, die sich nach einem Pensionsfonds richtet, den der Staat eingerichtet hat. Der erwirtschaftet durch Aktien zurzeit über 10% Rendite im Jahr. Und trotzdem zahlen die Schweden übrigens den gleichen Anteil in die Rentenkasse ein wie wir. Es geht also. Wieso sollen die Menschen eines Landes nicht auch am wirtschaftlichen Erfolg ihrer Volkswirtschaft Teilhabe haben? Also davon profitieren, wenn die Wirtschaft wächst, wenn die Aktienmärkte damit auch eben weiter an Wert zunehmen. Und im Augenblick ist es so, wenn Sie Ihr Geld aufs Sparkonto legen oder eine Staatsanleihe oder eine Lebensversicherung kaufen, haben Sie keinerlei Anteil an dem wirtschaftlichen Erfolg Ihres Landes. Klimaschutz, sichere Renten, keine Steuererhöhung. Aber die Volkswirtschaft, gerade die deutsche, die ist ja wirklich groß genug. Um so ein Rentenproblem wie jetzt durch die Babyboomer zu lösen, nur reicht es nicht, nur die Löhne dafür heranzuziehen. Wir müssen die Produktivität heranziehen. Die Produktivität ist aber von den Löhnen entkoppelt worden vor 30 Jahren. Also müssen wir jetzt den Sprung wagen, Unternehmensgewinne dafür heranzuziehen. Die grünen Balken sind die Ausgaben des Staates für Pensionen in Milliarden Euro. Und das blaue ist der Bundeszuschuss zur deutschen gesetzlichen Rentenversicherung. Beides Ausgaben aus Steuern finanziert. Und das ist bei beiden relativ ähnlich. Und wie kann das sein? Also so Pi mal Daumen ist eine durchschnittliche Beamtenpension mehr als doppelt so groß wie eine gesetzliche Rente.
Das habe ich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gewusst. Ich glaube, ich werde meine anderen Moderationen vom Winter und vom Herbst dazwischen schalten und dann noch ein paar Zusatzinfos über Rente allgemein, Expertenmeinungen einfließen lassen. Ja, das wird ein super Film über Rente. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Und die Renten sind sicher. Die Rente ist sicher. Die Rente ist sicher. Die Rente ist sicher. Wichtig zu verstehen ist, dass durch eine Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung kein Anspruch auf eine gewisse Rentenhöhe entsteht. Es entsteht nur ein Anspruch auf eine Rente. Ja, einfach mal machen, einfach mal angehen. Also ich würde mich so einschätzen, dass ich noch was machen wollte, wenn ich könnte. Ich kenne ganz viele, die könnten eigentlich noch, aber die wollen nicht. Aber es ist ja kein Wunschkonzert hier. Es ist eine Bestandsaufnahme. Die nächsten Schritte, die überlegen wir uns später. Meine persönliche Rente besteht aus drei verschiedenen Töpfen, wobei ein Topf in den deutschen Rentenversicherungstopf integriert wurde und der andere Topf ist dann noch so separat. Die Altersvorsorge in Deutschland stützt sich im Wesentlichen auf drei Säulen. Die erste Säule ist die gesetzliche Rentenversicherung. Die zweite Säule ist die betriebliche Altersvorsorge. Dazu zählen Pensionskassen oder Pensionsfonds. Die dritte Säule ist die private Altersvorsorge. Darin sind Versicherungen, Immobilien, die Riester-Rente und andere Geldanlagen inbegriffen. Diesen entsprechenden Mix müsst ihr euch selbst zusammenstellen, so wie es für euch am besten passt. Ich bin ziemlich versicherungslos. Ich habe nur zwei Versicherungen. Ich habe eine Krankenversicherung und dann stehe ich noch auf einer Haftpflichtversicherung mit drauf. Hat eigentlich keine zusätzlichen Kosten verursacht, deswegen durfte ich damit draufstehen. Aber ansonsten habe ich gar nichts. Bis jetzt wollte mir keiner irgendwas andrehen. Naja, das Leben geht weiter. Ich habe mir die Daten aus den Statistiken der deutschen Rentenversicherung hier mal in einen Excel-Sheet eingetragen und ein paar tolle Grafiken erstellt. Alle Angaben hier in Milliarden Euro. Die roten Säulen sind die Ausgaben der deutschen Rentenversicherung. Die schwarzen sind die Einnahmen der Rentenversicherung durch Beiträge. Die Diskrepanz wird vor allem durch den Bundeszuschuss zur deutschen gesetzlichen Rentenversicherung ausgeglichen. Der Wert für 2025 ist eine Schätzung aus dem deutschen Sozialbericht 2021. Wir werden schätzungsweise 400 Milliarden Euro Ausgaben der deutschen Rentenversicherung haben. Und um das bezahlen zu können, wird ein Bundeszuschuss von etwa 100 Milliarden Euro erwartet. Der Bund investiert schon 106,2 Milliarden Euro in die Rentenzuschüsse. 106,2 Milliarden, das sind 20% des gesamten Bundeshaushalts, Freunde. Und der Posten im Bundeshaushalt wird größer. Eine dauerhafte Rentenfinanzierung sieht anders aus. Ein großes Problem, der Mindestlohn. Nicht wie Sie denken, nein, der ist nicht zu hoch. Der ist viel zu niedrig. Mal angefragt, wie hoch der Mindestlohn sein müsste, damit man im Alter tatsächlich davon leben könnte, ohne staatliche Hilfen. Die Antwort, 12,21 Euro. Es fehlen also Pi mal Daumen 20%. Im Mai diesen Jahres hätte ich eine Anstellung für einen sogenannten Teil-Minijob haben können. Ganz interessante Sache. Teil-Minijob bedeutet ein Monatsentgelt in Höhe von 165 Euro, brutto wie netto. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt nicht mehr als 10 Stunden, steht hier im Vertrag. Mündlich hatte man mir gesagt, nicht mehr als 2 Tage im Monat, was 16 Stunden entspricht. Also 165 Euro geteilt durch 16 Stunden entspricht einem Stundenlohn von 10,31 Euro, brutto wie netto. Zur Erinnerung, ich bin promovierte Elektrotechnik-Ingenieurin mit der Vertiefungsrichtung Leistungselektronik. Ferner gab es in diesem Mustervertrag eine Anti-Wettbewerbsklausel nach vertragliches Wettbewerbsverbot, was mir verboten hätte, ein Jahr nach Beendigung dieses Vertrages bei einem Wettbewerbsunternehmen in der Halbleisterindustrie tätig zu sein. Egal ob angestellt oder selbstständig. Die ganze Sache hat mich ziemlich mitgenommen, weil ich so viel dafür rumtelefoniert habe. Ich habe um Rat ersucht, die Krankenkasse, das Finanzamt, die deutsche Rentenversicherung und schließlich war es die Minijobzentrale, die mir da abgeraten hat. Die Bearbeiterin da hat mir dann mal so einen Wink gegeben, dass selbst für Studentenjobs als Kassenkraft bei der Drogerie über 11 Euro Stundenlohn drin sind. Bodenkosmetikerinnen verdienen noch mehr. Tag. Habt ihr keine Augen im Kopf? Das ist schon ein Jahr, ja? Komm mal her. Klick mal von hier. Und was sehen wir da? Da? Also wenn es trocken ist, dann sehen wir da gar nichts mehr. Richtig. Ist aber nass. Boah, ich putzen ja die Türken. Das ist ja wurscht. Hallo? Ihr Westbesuch, Frau Meier. Nun komm doch rein in die Jutestube, nun komm da. Hansi, wehe du kackst. Hallo. Selbst Kellnerinnen verdienen mehr und bekommen obendrauf noch Trinkgeld. Stell dir vor, ich kann im Kulturhaus arbeiten. Dreimal die Woche für dreimal eine Stunde. Gratuliere. Ich sag jetzt mal was. Wir hauen hier meine Leute ab. Wir sind hier alleine zu zweit für 3,40 Mark die Stunde, während sich unsere Kollegen in der Prager Botschaft bedienen lassen und gemütlich auf ihre Ausreise warten. Lass uns einfach im Stich hier, ohne was zu sagen. Und ich arbeite für die mit seit einer Woche. 8, 9, 10 und 11 zusätzlich. Ich kann nicht mehr. Es ist zu! Raus! M1 und M2, bitte übernehmen. Was ist? Sind Sie verbrannt? Ich glaube ja. Person? Für die Kellnerin. Im Kapitalismus herrscht Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Im Sozialismus ist es genau umgekehrt.
Ich sollte mir das wirklich gut überlegen. Und letztendlich haben wir uns da gegenseitig dann geghostet und es ist nie was draus geworden. Das ganze Ding hat sich vorne und hinten nicht gelohnt. Passend zum Thema Rente für Geringverdiener wurde mir noch vor Zusendung des Mustervertrages ein Antragsformular bereitgestellt, um auf meine Rentenversicherungspflicht zu verzichten. Das sollte ich dann ausfüllen. Daraus ergeben sich aber einige Nachteile. Zum Beispiel, dass es nicht als Berücksichtigungszeit zählt. Deswegen auch hier der Hinweis, sich bei der Minijobzentrale beraten zu lassen. Und die haben mir gesagt, das lohnt sich eigentlich nur für diejenigen, die das Geld jetzt brauchen. So viel wäre das nicht gewesen, was man sich dann für die Rente ansparen hätte können, wenn man sich nicht von der Rentenversicherungspflicht befreit hätte. So sah es aus. Interessante Sache. Weil du anders bist. Anders als die anderen. Um das Jahr 1990 rum war ungefähr die Wende. Also davor ist BRD und danach ganz Deutschland. Wahnsinn! Mensch, lass der Affe! Das ist ein Traum. Ich im Westen. Ich wollte immer mal nur gucken. Nee, ich flippe aus. Nee! Was sagst du denn zu diesen Flüchtlingen, die sich von uns hier haben ausbilden lassen und jetzt rüber machen? Ich sag dir mal was, die haben hier schon nichts getaugt, also taugen die drüben auch nichts. Die meisten werden bald wieder hier sein wollen. Zurück zu sozialer Sicherheit und festem Arbeitsplatz. Aber die lassen wir nicht mehr rein. Die ungefähre Geburtsphase der sogenannten Babyboomer von 1946 bis 1964. In der roten Transparenzbox das ungefähre Renteneintrittsalter dieser Babyboomer-Generation. Ab 2029 werden schätzungsweise die allermeisten in Rente sein. Gleichzeitig bekommen die Menschen hier aber tendenziell weniger Kinder. Gerade im Vergleich zu 1990 sieht man, dass dadurch immer weniger junge Menschen immer mehr alte Menschen mit versorgen müssen. Für die Rentenversicherung ist das eine demografische Herausforderung. Ja, und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente? Machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamter, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension. Dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension. Und er hier, der hat die Ferris. So. Das heißt, alle, die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben sie es. In Blau die Bevölkerungsanzahl in Deutschland, ungefähr 80 Millionen. In Gelb die aktiv und passiv Versicherten. Dran denken, dass hier die Wende war und hier die Babyboomer gelebt haben. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Die Freude der Menschen auf beiden Seiten der Mauer ist grenzenlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur die Grenzoffiziere der Staatssicherheit stehen wie Statisten am Rande und staunen, während ihre Bürger an ihnen vorbei in den Westen strömen, frei und ohne Angst. Franzi, hey! Die Mauer ist auf, die Ossis kommen alle rüber! Hast du mal Schokolade oder Bananen? Hey, jetzt mal alles einpacken, die gehen wir jetzt mal empfangen. Ich hab sogar noch Champagner. Was ist hier los? Leutnant! Hey, du bist frei! Freust du dich nicht? Die roten Balken ist der sogenannte Rentenbestand Deutschlands. Und wie Sie sehen, ist dieser Anteil, gemessen an der Gesamtbevölkerung, immer größer geworden. Und was die jungen Leute sich einbilden, so kann es nicht weitergehen. Nicht? Da müssen sie auch mal klar über sein. Nicht, die arbeiten nicht nur für uns, die arbeiten auch für sich. Die wollen auch mal eine Familie gründen, die werden auch mal älter und gehen in eine Pension. Und wenn sie nicht alt werden wollen, müssen sie sich aufhängen. Mein Versicherungsverlauf ist da und ich zeige mal nur meine allererste Arbeit. Und wenn man hier oben rechts in der Ecke genau guckt, da ist was mit Tippex weggemacht worden. Wenn man es gegen das Licht hält, sieht man, was da vorher stand. Und zwar, da stand mal fiktiv. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich da offene Zeiten habe. Ein nicht realer Versicherungsverlauf. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Pläne der Bundesregierung für eine Förderung der privaten Altersvorsorge nehmen Gestalt an. Von den Anbietern wird nur verlangt die Garantie der eingezahlten Summe. So hat nun auch Wohneigentum oder der Kauf eines Platzes in einem Altersheim als Vorsorgeform eine Chance. Der Staat pumpt Milliarden in Riester-Renten. Meistens zwecklos. Da sind Finanzexperten und Verbraucherschützer einig. Also es ist bei Riester-Verträgen absolut üblich, dass ein hoher Anteil der Erträge, sogar der Riester-Förderung, also der aus Steuergeldern gezahlten Subvention, für die Kosten draufgeht. Das heißt, diese Verträge sind unterm Strich nichts anderes dann als ein Verbrennungsmotor für Steuergelder. Und die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 4. November. Schwerpunkt der Bewölkung morgen Ostdeutschland und der Südosten. Aber auch sonst gibt es kaum Sonnenschein. Also ich schätze mich mal so ein, arbeiten. Hier geht es ja doch um bezahlte Arbeit, ne? Warum dann nicht auch noch bis 90 arbeiten? Und wenn ich 120 werde, dann werde ich von 60 bis 90 arbeiten und jeden im Monat 3/4 meines Gehalts für die Rente zurücklegen. Genau, so mache ich es ja.
Stell dir mal vor, du bist 150, was dann? Also wäre schon schön, jemanden zu haben, der sich um einen kümmert. Irgendjemanden, den es interessiert, was aus mir wird. Ingeborg Wolf ist 103 Jahre alt. Hermann Körber ist 100 Jahre alt. Das ist Hilde Lehmann. Mit 102 Jahren ist sie immer noch unternehmungslustig und hat ständig etwas vor. Ich fahre immer. Das nehme ich mir, diese Freiheit. Ich habe mein Leben lang im Schatten meines Vaters gestanden. Dann habe ich im Schatten meines Mannes gestanden. Und jetzt sieht es so aus, als ob ich selber in den Schatten schmeiße. Hilde Lehmann war nie verheiratet. Sie arbeitete als Näherin und bei der Bahn. In ihrer Wohnung in Berlin lebt sie allein. Nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag in der Bude sitze. Sein ganzes Leben war er mit Begeisterung Landwirt. Den Hof hat er mit 65 aufgegeben. Ich habe wohl schon mehr arbeiten müssen, aber war trotzdem freier Mann. Sie hat immer gearbeitet. Zuerst in einem Fotolabor, später studierte sie Innenarchitektur. Wenn ich was zu denken habe in meinem Beruf, dann bin ich wirklich high. Um das Wohl der Körpers kümmert sich ihre Tochter Doris. Seit sie nicht mehr arbeitet, wohnt sie wieder bei ihren Eltern. Ich habe keine Tochter, die dann zu mir zieht und sich um mich kümmert. Zu Hause bei Ingeborg Wolf im Seniorenzentrum. Hier im Heim hat sie eine eigene Wohnung. In ihrem Haushalt erledigt sie alles noch selbst. Nein, im Seniorenheim will ich wohnen, aber es muss ja keiner wissen, dass ein Seniorenheim ist. Es ist wie bei mir zu Hause, nur alles ein bisschen verkleinert, leider. Und ein bisschen enger. Nichts für Rollatoren. Sie kann es sich leisten. Ihr verstorbener Mann hat als Arzt gut verdient. Sie war immer berufstätig. Mutti, du bist toll. Hervorragend. Offen, interessiert und immer bereit, etwas zu wagen. Das Leben ist voller Überraschungen. Für Hilde Lehmann ist auch mit 102 noch nicht Schluss. So, es ist jetzt exakt ein Jahr später als mein erster Moderationsversuch hier im Herbstwald. Das erste war Mitte Oktober 2020 und jetzt haben wir Ende Oktober 2021. Ich bin ein klein bisschen gealtert. Ja, und ich wollte noch irgendwas hinzufügen. Ein Fazit ziehen? Nee. Und dafür ist es nun zu spät. Und zwar Kommentar zum Thema Arbeitsmarkt. Klar, es gibt bessere Alternativen. Und das ist ein starker Arbeitsmarkt. Und eine seriöse Rentenpolitik heißt eben auch zu wissen, das geht im Wesentlichen um den Arbeitsmarkt. Ich befinde mich ja gerade ziemlich erfolglos in der Bewerbungsphase und das besorgt mich für die Zukunft. Weil wenn ich jetzt schon Schwierigkeiten habe, also wenn mich jetzt schon niemand haben will, wie wird das erst, wenn ich 40, 50, 60 bin? Dass ich bis jetzt noch ziemlich erfolglos bin, liegt vor allen Dingen daran, dass ich auch besondere Nebenbedingungen habe. Das Arbeitsamt würde sagen, ich kann mich nicht zur Verfügung stellen. Und es stimmt wirklich, wenn man kein Einkommen hat, dann kann man ja auch nichts für die Rente ansparen. Grundsätzlich dafür sorgen, dass Rentenversicherung für alle da ist, dass aber in einer solchen allgemeinen Rentenversicherung insbesondere die Personen mit dem niedrigeren Einkommen besser wegkommen als heute. Im Übrigen wäre die Bevölkerung versorgt durch eine Grundsicherung nach heutigem Stand von etwa 1300, vielleicht auch 1400 Mark. Das kann man dann im Einzelnen regeln. Und wer darüber hinaus etwas haben will, muss Vorsorge treffen, muss private Vorsorge treffen. Die Wirkung von dem Ganzen ist, dass ein erheblicher Teil der Rentner, insbesondere der wirtschaftlich schwächere Teil, auf keinen Fall schlechter stünde, als er gegenwärtig steht. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Und was mir jetzt Sicherheit verschaffen würde, wäre die Fähigkeit, auch noch im hohen Alter irgendeine Möglichkeit zu finden, Geld zu verdienen. Also am Arbeitsmarkt präsent zu sein und gewollt und auch, Mehrwert liefern zu können, ja. Und ein kleiner Geheimtipp, wie man sich als Rentner ganz legal, steuerfrei etwas dazu verdienen kann. Stichwort Ehrenamt. Ehrenamt heißt eigentlich, dass man dafür nicht entlohnt wird, aber bei bestimmten Tätigkeiten scheint man so eine Art Aufwandsentschädigung zu bekommen. Und da können sich Rentner ganz legal, steuerfrei bis zu 200 Euro im Monat dazu verdienen. Ein weiterer Vorteil der Sache? Man hat meistens wieder eine sehr sinnvolle Tätigkeit in einem Leben, die einen erfüllen kann. Ich bin an dem Thema schon richtig verzweifelt, weil ich gedacht habe, bin ich denn jetzt gar nichts wert? Kann ich denn gar nichts? Und wie soll das werden, wenn ich nicht mehr ganz so fit bin? Ich meine, zurzeit, ich kann mich noch selbst bücken und mir meine eigenen Schnürsenkel zubinden. Und ich kenne einige ältere Personen, die das nicht mehr selbstständig können, aber die haben einen Job. Ich meine, wie stellen die sich das vor? Ganz viele haben irgendeinen Job, der denen nicht zusagt und die warten nur noch auf die Rente. Und was wollen die dann machen? Why on earth would you want to retire if you love what you do? I don't ever want to retire. And I think that's so important. If you're working in a job where you can't wait for retirement, I dare say you're in the wrong job. Ich kann ja machen, was ich will. Aber ob das dann so sinnvoll ist? Besser was machen, was für mich sinnvoll ist, als statt irgendeinen Job, der nur dazu da ist, die Leute zu beschäftigen, ohne einen wirklichen Mehrwert zu liefern. Da kriege ich immer so einen Hals, das regt mich auf. Was, dieses Mädchen arbeitet für uns? Noch nicht. I have a vision of a new earth, a beautiful earth, where people thrive and everything stems from a place of love, not a place of fear or scarcity. That's not the model that I subscribe to. I think that's such an outdated model of like panic and stress. There is a different way. So I'm interested how much I can contribute to this new reality. Was mir noch bleibt, ist Sozialhilfe.
Es ist wirklich so, wenn alle Stricke reißen, kriegt man hier in Deutschland immer noch Grundsicherung, also Sozialhilfe. Und zwar dann, wenn deine Einkünfte nicht dafür ausreichen, deinen notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Ganze ist nicht ganz bedingungslos, wenn deine Bedürftigkeit grob fahrlässig herbeigeführt wurde, zum Beispiel wenn du dein Vermögen an deine Enkelkinder verschenkt hast, dann kannst du die Grundsicherung vergessen, weil das geht ja nicht, das wird ja dann jeder machen. Wie viel das genau ist, hängt immer davon ab. Hier steht's genauer. Regelbedarfsstufen ab 1. Januar 2021, 446 Euro für Singles, 401 Euro für Vergebene und 357 Euro für Personen in stationären Einrichtungen. Und auch Obdachlose haben diesen Anspruch auf Sozialhilfe und sind darüber theoretisch auch im Rentenalter versorgt, wenn sie das denn wollen. Und in einigen Gemeinden ist das so, da kriegen die Obdachlosen dann 11 Euro pro Tag ausgezahlt, aber müssen sich dann persönlich immer vorstellen, damit die das nicht länger bunkern können und sowas. Die Grundrente sorgt für mehr Leistungsgerechtigkeit und für mehr Sicherheit im Alter. Na, das klingt ja geil, Herr Heil, wa? Das ist nur eine Bestandsaufnahme hier. Oh, die nächsten Schritte überlegen wir uns. Also müssen wir auf jeden Fall gucken, wo wir hingehen, wo wir hintreten. Haben Sie einen Tipp, wie kann man als junger Mensch jetzt vorsorgen, dass man später nicht in Gefahr gerät, zu verarmen? Man kann frühzeitig einen Kapitalstock aufbauen, man kann eben in Aktien investieren langfristig, dann ist das Risiko nicht so hoch. Man kann auch sonst versuchen, sozusagen im Grunde genommen sein Leben auf eine bessere ökonomische Basis zu stellen. Und je früher ich damit anfange, desto besser geht es. Was empfehlen Finanzexperten nun zur Altersvorsorge? Dr. Michael Ritzau ist Honorarberater für Geldanlage. Honorarberater arbeiten für Stundenlohn. Das sind diese Aktienindexfonds, auch ETFs genannt. Letzten Endes die Wirtschaft, sozusagen die globale Wirtschaft. Und sie haben laufende jährliche Kosten von in der Größenordnung 0,15%. Was verglichen mit diesen Versicherungsverträgen, die sie da haben, ich würde mal sagen, Faktor 20 niedriger ist. Ja. Es ist nämlich super mächtig, dass die Rendite der Vergangenheit auch in Zukunft weiter Rendite macht. Dadurch wird aus dem linearen Wachstum, weil jedes Jahr die gleiche Summe gespart wird, durch den Zinseszinseffekt ein exponentielles Wachstum. Sobald die jährliche Rendite also höher ist als die jährlichen Ausgaben, ist man finanziell unabhängig und kann theoretisch aufhören zu arbeiten. Zumindest solange man seinen extrem sparsamen Lebensstil einfach beibehält. 2020 habe ich schon so ein bisschen Panik gekriegt und habe gedacht, ich könnte ja mal wieder was machen. Und dann habe ich Mitte 2020 eine sogenannte Freiberuflichkeit angemeldet und festgestellt, viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Als freiberuflicher Dienstleister, der alles kann, aber kein Spezialist ist, habe ich in über einem Jahr nur 2 kleine Aufträge, aber immerhin, vollbringen dürfen. Auf Rechnung. Da kann das Finanzamt jetzt nicht meckern, dass ich das falsch gemacht habe. Insgesamt liegt mein Einkommen damit noch auf unter 1.000 Euro pro Jahr. Das bedeutet, ich bin in der Kleinunternehmerregelung und muss keine Umsatzsteuer, sondern nur Einkommensteuer zahlen. Oder vielleicht das auch noch nicht mal. Ja, kenne ich mich nicht so mit aus. Selbstständige können auch in die Rentenkasse einzahlen. Oft sorgen sie aber privat fürs Alter vor. Ja, der Fall ist doch ganz klar. Also wir haben eine gute gesetzliche Rente, dann Demografielüge, Rente wird gekürzt, alle müssen privat vorsorgen. Wer hat am meisten davon? Wir stellen uns mal vor, 90er Jahre, Anfang, Lebensversicherung läuft nicht mehr so. Was machen Sie? Na, dann brauche ich ein neues Produkt. Ja. Private Altersvorsorge. Gut, jetzt ist die gesetzliche Rente nur noch so gut, dass niemand privat vorsorgen möchte. Na, dann muss ich die Rente eben schlecht reden. Ja. Aber ich bin dagegen, dass wir die gesetzliche Rente kaputt reden. Das machen übrigens viele auch aus sehr durchsichtigen Finanzmarktinteressen. Es gibt übrigens noch eine Gruppe, die beim Thema Rente richtig der Arsch auf Grundeis geht. Das sind die Selbstständigen. Ja, ich stahl immer, ja. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht rumheulen jetzt. Ne? Ja, das Arbeitsministerium erwartet nämlich von Selbstständigen, dass sie sich selbst genug fürs Alter beiseite legen. Das können viele aber nicht, denn die verdienen viel zu wenig. Beim Friseur, beim Späti, beim Pizzalieferdienst, da ist das alles viel zu billig. Hashtag Mindestlohn, wir erinnern uns. Wir alle profitieren davon, dass diese Menschen zu wenig für ihr Alter verdienen können. Ja, manche geben mir letztes Cent. Also wie funktioniert das bei mir zurzeit? Natürlich, indem ich auf Kosten anderer lebe. Ich bin halt ein Schnorrer. Hier in 1-2 Wochen ist das alles braun und weg und ab. Ich bin eigentlich jetzt schon ein bisschen spät für meine schöne Herbstaufnahme. Das sah mal noch schöner und gelber aus. Nichts bleibt, wie es war. Alle Angaben hier ohne Gewähr. Ich weiß nicht, was morgen ist. Morgen wird bestimmt voll toll. Okay, das war's von mir. Ich muss los. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.